Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew. Wir haben gerade keinen Plan, wer von uns allen eingeleitet hat, von uns dreien, aber ist ja egal. Also, ich begrüße Freak und Henki. Hallo. Hallo. Man kann die Koop-Mission nicht machen. Nee, es ist ja auch einzeln. Ja, wissen wir ja. Okay, einzeln, Start. Genau, du startest schon mal. Ich bin gerade noch auf dem Weg dahin. Ich dachte eigentlich, wir nehmen erst auf, wenn ich schon da bin, aber wo kann man sich irren? Ich weiß nicht, ob Reaper die auch nochmal fährt. Keine Ahnung. Ich kann sie nicht fahren. Für mich ist die hier weg. Achso. Ich kann, deswegen muss ich an euch verweisen. Bitte, wenn ihr die Zwischensequenz sehen wollt, bitte bei Freak oder Henki schauen. Links in der und Beschreibung. Zwar ab jetzt irgendwann. Und ich wechsle in der Zeit mal das Auto, falls ihr bei mir noch schaut. Ich teste jetzt mal ein bisschen den neuen Wagen, den ich habe. Meinen neuen Performance-Schlitten hier. Mal gucken, was der so auf dem Tacho bringt und so weiter. Ja gut, so bringt er nichts. Oh! Boop. Ah, hier meine Zuschauer. Haben wir doch auch was Tolles. Das ist doch eine schöne Aussicht, so aufs Meer hinaus gucken. Das ist gerade momentan in der kalten Jahreszeit. Und Vollgas! Ah, du bist jetzt auch fertig? Ja, yep, ich bin jetzt auf dem Weg zum gut. HQ. Da hatte ich mich nämlich kurz gemutet. Und ja, ich habe noch 2 Minuten Zeit. Für 5 Kilometer, geil. Da habe ich gerade einen Crash gemacht. Danke. Geht lustig, aber mit dem Koopa schaffe ich das. Das schaffe ich. Außer ich mache einen epigen, geilen Crash. Also ich glaube, ich fahre das nochmal so, wie das aussieht. Eh normal. 2 Minuten für 5 Kilometer. Oh. Es ist auch so schon verdammt knapp gewesen. Also ich hab's auch kaum hingekriegt. Ja, vor allen Dingen habe ich am Anfang direkt einen Crash gebaut. Ja, ich habe einen Crash gebaut und hab mich einmal verfahren. Aber ich werde es schaffen. Habt ihr 2 Kilometer in einer halben Minute, glaube ich. Ach nö, nicht schon wieder, oder? Das läuft. Oh, nochmal verfahren. Du hast aber einen ordentlichen Crash, du hast gesagt, bei 2 Minuten muss es dann noch 5 Kilometer fahren, ne? Ja. Ich hätte bei 2 Minuten irgendwie 4 Kilometer, 1 oder so. Habe ich noch 1 Minute knapp für 2 Kilometer? Schaffe ich eigentlich? Sagt ihr, wenn ich bei 1 Minute bin, weil ich dann noch muss? Ja, noch 1 Minute. 15 Sekunden habe ich ungefähr 1 Kilometer. Ja. Scheiße, verfahren! Ah! Das habe ich dir zugehört. B. Zurück in die Spur. Mein Gott. Doch, das schaffe ich. Jetzt schaffe ich. Ich glaube, ich muss normal fahren. Bin voll geradeaus weitergefahren. Wie viele Sekunden? 1 Minute, 2,3 Kilometer noch. Oder sowas. Oh! Ja, kannst du schaffen. Ich versuche es zumindest. Ich habe in 15 Sekunden 1 Kilometer. Das war nix. Jetzt hätte ich noch 20 Sekunden und hab das Ziel erreicht. Hast du über gehabt 20? Ja. Ja, das wird bei mir, glaube ich, nicht so gut. Ich habe jetzt noch 1,5 Kilometer und 35 Sekunden. Wird knapp. Ja, sage ich ja. Ne, ich bin voll geradeaus weitergegangen und hab dann vergessen, mich direkt in die Spur zurück. Was kann man bei der jetzt machen? Nein! Ah, auch so Vorteilspunkte verteilen, ne? Ach so, das war's? Ja. Okay. Ja, und storytechnisch bringt die dich halt weiter mit irgendwelchen Missionen und sowas, ne?
Oh, Krokodil. Ich habe noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Und es haben mir gefehlt 400 Meter. Okay. Alter. Naja, fahren wir nochmal schnell. Ihr könnt ja auch, was weiß ich, was machen. Nochmal einen Sprung oder so. Reaper sagt schon gar nichts mehr. doch, ich rede mit meinen Zuschauern. Achso. Ich teste gerade den Shelby. Okay. Ich habe ihn ohne Nitro gerade auf knapp 300 gekriegt. Das klingt vielversprechend. Ja. Hey, ist eigentlich ein Level aufgestiegen durch die Mission? Ich habe hier keine Erfahrungspunkte für bekommen. Achso. Also jetzt noch nicht. Also ja, nicht so man viele. Bekommt keine. Werkstatt. Also was gibt es hier so Schönes? Ich möchte einmal Vorteile sehen. Ich habe, glaube ich, jetzt nur noch 3 Punkte zu vergeben. 2, okay. Kannst du auch welche kaufen für Crew Credits, ne? Oh. Ah, da. Ein Vorteilspunkt kaufen. Für 2000. Egal, komm, kaufen wir. Also ich kann noch mehr kaufen. Ja, ich habe hier auch gemacht. Immer ein paar gekauft. Das macht gierig. Naja. Ey, ich kaufe keine mehr. Das ist ja zum Vorteil für deine Karre, ne? Bremsen und Handling und was weiß ich was, ne? Erfahrungspunkte, mehr Geld und. Cool. Muss halt mal ein bisschen durchgucken, geil, was dir da so. Du sagst. Das kaufe ich mir. Dass ich mehr Beschleunigung durch Nitro bekomme. Das ist geil. Ah, das hat ich sie jetzt neu, oder was? Ja. Das hat sie neu. Bei Harry habe ich zum Beispiel gar nichts geskillt. Oh Mann. Irgendwas war bei Harry, das müsste dir aber Reaper sagen. Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß es gerade auch nicht. Oh. Vor allem, was bringt ein das Auto zu reparieren? Ich habe das bisher nie repariert. Hat sich immer selbst repariert. Und dann schafft der Mini Cooper es immer noch, dass er durchdrücken kann wie Sau. Unglaublich. Ja. Auf Dauer musst du die mal reparieren, damit sie wieder volle Leistung bringen. Nein, ich habe. Warte mal. Er hat nicht seine volle Leistung? Oh, wie repariere ich den denn? In dem Hauptquartier. Hauptquartier? Ja. Okay. So, da habe ich jetzt eine neue Mission, aber ab ins Hauptquartier. Dann mal schauen. Ja, die nächste Mission müsste Reaper ja auch haben, ne? Ja. Werkstatt? Die direkt nach dem HQ, nein. Aber die danach. Reparatur. Okay. Ja, 880 reparieren. Zustand voll. 880, lol. Was denn? Ich muss normalerweise so um die 100 bezahlen, wenn ich meinen Wagen reparieren will. Geil. Ich habe jetzt 880 gezahlt. Das erste Mal Reparatur. Ich fahr schon mal zur Mission. Ich denke mal, ich fahr das Rennen hier nochmal. Ist immer noch scheiße? Ja. Ah, Moment. So, ich müsste bald da sein. Ja, ich bin da. Ja, bei mir bringt das wieder nichts, weil ich mit Reaper in der Crew bin. Also entweder meine ich das nur oder der fährt jetzt wirklich besser. Ich werde einfach raus, Reaper? Nein, ich komme leider nicht raus, weil meine scheiß Tastatur oder was auch immer sich schon wieder aufgehangen hat. Achso, weil ich noch einmal drücken muss, wenn jetzt. Aber jetzt einmal. Also Werkstatt, Reparaturen. $1, ja. Das heißt also, das hat ging wirklich auf die Leistung und jetzt ist der noch schneller. Denn jetzt musste ich nur $1 zahlen, ich habe ein paar Crashs gemacht. Eben war der ganz heile. Geil. So. Ja, jetzt kann ich hier noch nicht mal wechseln. Gut, machen wir es halt so. So, jetzt bin ich auf Straßenwagen. Jetzt müsste es für dich einfacher sein. Achso, dann muss ich aber neu starten, ne? Ja. Er kann es doch nur allein machen. Nein, wir haben festgestellt, dass wenn einer von uns mit einem sehr starken Fahrzeug dabei ist, sind die Einzelmissionen anscheinend schwerer. Ach so. Weil bei dem einen, ich bin so oft gefahren und immer genau 300 Meter haben mir gefehlt, ne? Und dann war Reaper nicht in meiner Crew.
dann hatte ich irgendwie noch 15 Sekunden oder so übrig, als ich im Ziel war. Wie kann man denn einen anderen Wagen auswählen? Denn hier ab diesem Rennen kann man die Performance-Wagen nutzen. Aber der benutzt bei mir den falschen Performance-Wagen. Das heißt nicht den, den ich gekauft habe. Eigentlich so nimmt er mal den besten, ne? Ja, der nutzt den mit den meisten Punkten. Und meine Zuschauer, schaut bitte bei Freak oder Henki weiter, weil bei mir seht ihr die ganze Zeit, wie ich durchs Hauptquartier schalte. Die haben aber gleich viel an Punkten. Das heißt also, ich muss einen schlechter machen. Zum Beispiel. Okay, dann machen wir das. Ja, wenn du einen anderen fahren willst, auf jeden Fall. Ja klar, ich möchte doch nicht den langsameren nutzen und ich glaube, bei mir ist das Spiel jetzt abgeschmiert. Hallo? Hallo? Oh. Ja, ist leider abgeschmiert. Du bist abgeschmiert. Oh, jetzt sieht man einen Blackscreen. Wollte aber gleich wieder starten. Also wenn bei mir das Spiel abschmiert, dann beendet sich auch mal automatisch meine Fraps-Aufnahme, warum auch immer. Ja, bei mir nicht, weil ich halt mit OBS aufnehme und da läuft das halt weiter. Das ist natürlich clever. Ich finde halt OBS mittlerweile besser. Also ich vergewaltige gerade meine Zuschauer, Freunde. Nimmst du Ton separat auf, oder? Ah, nein, auch gleich. Ah, das macht das auch, ja? Kann man, glaube ich, auch separat aufnehmen. Ja, ich nehme ja Ton nicht separat auf, weil ich da keine Zeit für habe. Hallo? Hallo? Okay. Hm. Ah, Bild. Mit der Scheine. Jetzt sehe ich selbst nur einen Blackscreen. Ah, jetzt das Bild da. Hallo? Ja, so ohne Aufschluss komme ich da jetzt nicht raus. Hallo. Weiter geht's. Ubisoft-Logo. Nein, jetzt kann ich das nicht überspringen. Durchs Raustappen funktioniert. Kommt das öfter mal bei dir vor, dass irgendwas abschmiert? Das erste Mal. So, weil du da so ganz gelassen reagierst. Ach, jetzt haben wir es auf einem anderen Bildschirm auch noch. Ist vorher noch nie in der Queue passiert. Dim, dip, dip, dip. Fortfahren. Ja, ich will das Hauptquartier verlassen. Brauchst du die Position von Camps Mann, Alex? Nein, ich habe alles. Fraktionskrieg ist für diesen Monat beendet. Ach komm, ja. Nee, Ripper, ich glaube, ich muss einmal komplett rausgehen aus dem Rennen, weil ich bin immer noch genau auf 400 Metern. Ja, ich versuche gerade die ganze Zeit das Spiel zu beenden, nur es geht nicht. Können wir nicht einfach so die Crew verlassen voneinander? Es ist halt jetzt nicht das Problem, dass die, dass ich das da, ne? Sondern, dass meine Tastatur oder weiß der Teufel was in dieses Spiel. Ganz ehrlich. Es hat Bugs ohne Ende. Was machen die von Ubisoft bitte? Oh, und ich kann mal wieder nur das Spiel komplett verlassen und nicht das Rennen verlassen. Ja, bei mir gibt's nur eine andere Möglichkeit als Alt F4. Ja, bei mir wird das dann auch so sein. Ich